Tradition hat der Pensionistenball, der alljährlich gegen Ende Jänner im großen Saal des Volkshauses über die Bühne geht. Auf Einladung der Stadtgemeinde ist es eine Zusammenkunft der älteren Generation in Fronleiten bei schwungvoller Musik, Tanz, gutem Essen und gemütlichem Beisammensein. Als Überraschung gab es heuer zum Auftakt die Wiederauflage der Polonaise vom Rosenball. Der Pensionistenball versteht sich auch als Dankeschön an jene Generation, die durch ihre Arbeit, ihr Wirken und Schaffen viel zur Weiterentwicklung unserer Stadtgemeinde beigetragen hat. So gibt es auch im Rahmen einer Verlosung zahlreiche Gutscheine und Blumen zu gewinnen, die diese Veranstaltung zusätzlich versüßen. Dass unsere Pensionisten noch lange nicht zum sogenannten alten Eisen gehören, beweisen sie beim Schwingen der Tanzbeine und bei den vielen interessanten und heiteren Gesprächen, die an den Tischen geführt werden. Eine herrliche Veranstaltung und nach wie vor ein Fixpunkt im Fronleitner Ballkalender. Altes Handwerk und Tradition bietet die Fronleitner Webstube, die in dieser Form bereits seit 1978 existiert. Derzeit sind es 5 bis 6 Damen, die sich wöchentlich im Keller der neuen Mittelschule treffen und dieses faszinierende Handwerk ausüben. Für mich ist es eine Entschleunigung. Wenn ich da herkomme, es ist ruhig, ich kann runterkommen. Die Bandbreite der Stoffe ist groß. So werden Loden, Leinen und Seide zu Produkten wie Teppiche, Tischdecken, Vorleger bis hin zu Dirndln verarbeitet. Die Damen ergänzen sich auch immer wieder in ihren Stärken und Vorlieben und helfen sich natürlich gegenseitig aus, wie es in einer netten und freundschaftlichen Runde auch selbstverständlich ist. Obwohl die Webstubendamen eine eingeschworene Gemeinschaft sind, freuen Sie sich auf neue, die Sie herzlich willkommen heißen. Es darf jeder kommen, der Lust, Liebe hat. Wir haben drüben so einen schönen Spruch, wer Weber will werden, muss Geduld haben auf Erden. Und das trifft auch zu. Also du musst Geduld haben, das geht alles nicht so schnell. Und kommen kann auch jeder. Noch im Vorjahr eröffnet hat das Geschäft Mama Nita Familienzeit am Hauptplatz 38. Für Geschäftsinhaberin Anita Klettler war klar, dass den Fronleitnerinnen und den Fronleitnern ein Angebot für die jungen Familien gemacht werden muss. An und für sich ist das Geschäft jetzt so gestaltet, dass wir viele verschiedene Farben, Produkte und Muster haben. Also auch einiges, was man hier schon finden kann. Wir haben jetzt auch mittlerweile Secondhand. Also man kann auch gebrauchte Ware fair und ankaufen und auch verkaufen bei uns. Und man kann auch online bei uns weiterhin Sachen bestellen. Also über die Facebook-Seite läuft da sehr viel bei uns. Und auf der Homepage wird jetzt auch ein eigener Online-Shop noch eingerichtet. Wer das Besondere will, kann sich ein Stück individuell fertigen lassen. Die Fertigung machen meine 3 Mitarbeiterinnen, beziehungsweise wenn es sich um Kleidung handelt, hauptsächlich unsere Schneiderin, die mit an Bord ist, ist eine Gleisdorferin, die unterstützt uns da auch, weil wir hauptsächlich Babyaccessoires anfertigen und alles, was eben Kleidung und Co. ist, macht hauptsächlich sie. Das Thema Baby ist ja groß geschrieben und Sie bieten da auch ja Möglichkeiten für die Mütter und den Kleinen an hier im Geschäft. Genau, also wir haben auch hinten bei uns einen kleinen Raum mit Stillecke, einen gemütlichen, auch eine kleine Spielecke für die Kinder. Ich bin auch Stillberaterin ehrenamtlich, also man kann sich auch Infos holen und Fragen stellen, wenn man dazu auch Fragen hat. Also wir wollen einfach so ein Rundum-Angebot sozusagen anbieten. Man kann bei uns auch wickeln, es gibt einen Wickelplatz. Wir wollten einfach, dass Kinder und Familien sich bei uns wirklich rundum wohlfühlen können. Natürlich ist das Geschäft auch eine gute Gelegenheit für Mamas, Papas, Opas und Freunde, die richtigen Geschenke zu besorgen, wobei das Thema Bio im Vordergrund steht.